Jetzt pass auf. So, liebes Publikum, ich darf mal einen Moment um eure geschätzte Aufmerksamkeit bitten. Ich begrüße euch alle recht herzlich heute Abend hier auf unserem Klassentreffen in Siegler in der Kölz. Ich bin froh, dass es genehmigt wurde, heute Abend hier mein Auftritt. Ich habe euch ein paar Leute mitgebracht, die werde ich kurz interviewen. Und zwar fangen wir mal an mit einem, den ihr alle kennt, und zwar mit dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, eine kurze Frage. Die Versicherten, sind die gut abgesichert bei den gesetzlichen Kassen? Die Versicherten sind gut abgesichert in den gesetzlichen Kassen. Die Leistungen für gesetzlich Versicherte liegen sehr gut. Ab dem 70. Lebensjahr bekommt ein Versicherter kein neues Gebiss, sondern einen Pürierstab. Okay, alles klar, das war ein paar Lauter. Jetzt kommen wir, meine Damen und Herren, zu, kennen Sie wahrscheinlich alle, hier vom Schnarchbarsel, und zwar zu Rüdiger Ramme. Herr Ramme, eine große Frage, wenn ich das mal so. Sie bedienen ja so den Bereich Gartenbau, da sind Sie ja aktiv im Bereich Gartenbau. Ich hätte mal eine kurze Frage an Sie, und zwar im Bereich Gartenbau, wie sieht es da aus? Wenn ich zum Beispiel bei mir im Garten Apfelbäume anpflanzen will und so weiter, was würden Sie mir da empfehlen? Meinetwegen stehen in goldenen Tisches, das ist ein sehr aromatischer Apfel, oder eventuell in Rostbaum, der ist ja saftig. Okay, und ich habe gehört, Sie beschäftigen auch Leute bei sich in Ihrem Unternehmen, so im Bereich Gartenbau. Was müssen die für Voraussetzungen mitbringen? Die sollten auch bei den Schwitz sein, gut im Gartenbau, auch bereit sein, bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten, doch bei den Schwitz belastbar, das sollte sein. Okay, und die der Lohnung aus? Ich zahle einen übertariflichen Lohn von 1,25 Euro. Das ist auskömmlich und in Ordnung. Alles klar, gut. Rüdiger Ramme haben wir. Und jetzt kommen wir noch, meine Damen und Herren, zum Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg. Wir haben jetzt auch noch da. Und zwar ist das Wilfried Kretschmann. Wilfried Kretschmann, meine Damen und Herren. Der kommt jetzt auch noch, Herr Kretschmann. Eine kurze Frage. Die Lohnpolitik in Deutschland, wird genug für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getan, Herr Kretschmann? Wie würden Sie das sehen? Ja. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird alles getan. Die Löhne sind ausreichend hoch. Und meinen Sie, man kann noch ein bisschen mehr tun, Herr Kretschmann? Ja, ich habe kürzlich bei Bosch eine Werksführung mitgemacht. Die hatten dort grüne Akkuschrauber, grün beruhigt die Nerven, Schraubendreher mit ergonomisch geformten Griffen, das ist wunderbar. Okay, und was meinen Sie, reicht so? Ja, es wird alles zur Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getan. Okay, gut. Ja, das, meine Damen und Herren, war Wilfried Kretschmann. Und ich bedanke mich für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Hat überhaupt einer zugehört? Ich hoffe, ja. Ne? Alles? Okay. Herzlichen Dank. Wünsche euch einen schönen Abend heute Abend hier, ne, bei uns auf dem Klassentreffen und so. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Tschüss. Hast du das noch? Mach mal Pause.